So. Auf geht's. Dann schauen wir doch mal, wohin wir groß fliehen müssen. Hoffen mal nicht allzu weit. Was machen wir hier? Dieser Bastard, die Ravello, hat einige meiner Jungs eingesperrt. Eben noch sorgenfreie Schmuggler, jetzt Zwangsarbeiter in den Minen. Sorgenfrei? Mit dir als Anführerin? Klugscheißer. Sie hatten Betten zum Schlafen, reichlich Essen, Grappa ohne Ende. Und jetzt sitzen sie in Käfigen, wenn die Ravellos Schergen sie nicht gerade zu Tode Dann schinden. Dann unternimm was dagegen. Das werden wir. Wir drei zusammen. Einer unserer Jungs konnte abhauen. Er sagte, es gibt einen Notschalter im Keller des Gefängnisses. Wird er aktiviert, müssten alle Türen aufgehen. Klingt ja sehr einfach, aber wird das Militär eure Freunde nicht einfach abknallen? Nein, nicht meine Jungs. Befrei sie. Dann wirst du schon sehen. Ich glaube, eure Freunde gefallen mir. Hauptsache, Rico geht da alleine rein. Ich verstehe nicht, warum die anderen Jeder beiden Raum des nicht mitgehen. Gefängnisses verfügt über drei Schalter, Rico. Du aktivierst zwei Schalter und dann einen dritten, um die Tür zum inneren Raum zu öffnen. Kapiert? Sicher. Schalter finden und drücken. Ich denke, das kriege ich hin. Wir bewachen das Gefängnistor, während du da unten bist. Okay, wir haben genug Munition. Rico, melde dich, das ist eine Falle! Die Ravellos Leute kommen! Ich hatte gehofft, sie würden uns mit ihrer Anwesenheit erfreuen, Rico Rodriguez. Bitte, bleiben Sie noch etwas. Legen Sie die Füße hoch. Entspannen Sie sich. Habe. Ich hoffe es, weil sie hier nämlich sterben werden. Hören Sie mich? Hören Sie mich? Rico Rodriguez? Bla bla bla. Geht Ihnen Ihr Geschwätz eigentlich nie auf die Nerven? Mir schon. Nein, ich habe zwei Schalter. Ich mache mich auf die Suche. Und ich muss von vorne anfangen. Der Typ ist so ein Bastard. Ich nähere mich den Gefangenen. Nur noch ein paar Räume. Das war nicht sehr überzeugend. Aber wenn Sie darauf bestehen, zu sterben. Okay, gleiches Spiel. Zwei Schalter, dann das Terminal. Nicht.
schallende Sound aus dem Keller. Ich bin getroffen. Da war ein Schalter. Okay, erster Schalter erledigt. Ich hab erwischt. Das hätten wir. Und jetzt das Terminal. Okay, also, wenn ich einen Fehler mache, muss ich von vorne anfangen. Ja, ich hab's verstanden. Ich muss dicht dran sein. Wozu die heile Rekruder Weges? Wozu die ganze Anstrengung? Wollen Sie diesen Menschen irgendetwas beweisen? Wenn ich diese Generatoren sprenge, funktioniert diese Schlösser nicht mehr. Ja, ich denke, er wird zusehen, wie sein ganzes Zeug wieder mal kaputt geht. Wie schon die ganze Zeit davor. Ich zerstöre gern die Ravellos-Sachen. Mein Gott, die Lage hier oben spitzt sich zu! Die Ravellos-Männer stürmen den Eingang zur Mine. Komm nach oben und hilf uns! Du hast ein weiches Herz. Ja,
Wenn du es irgendwem verrätst, mache ich dich fertig. Suche abbrechen. Zurück auf eure Posten. Das war jetzt hart genug. Hey, kriege ich ein Autogramm? Oder einen Tandemsprung? Nee, du kriegst einen Scheiß. Ich würde gern wissen, wo ich als nächstes hin muss. Na komm, redet doch mit mir. Freunde. Ah, okay, hier oben. Wie weit ist das? 9 Kilometer. Na dann. Packe ich den Strandbuggy aus. Ich meine, die ganze Insel gehört eh schon uns. Die Ravello hat eh nichts mehr zu sagen. Also. Diese Strandbuggies waren halt so schwer auf der Straße. Schauen wir mal. Holy shit. Ah Gott, immer noch 9 Kilometer. Wow. Ich habe Spaß. Geht doch alle sterben. Immerhin wird es schon mal Tag. So. Dann brausen wir einmal durch. Vollgas. Jetzt haben wir ja schon einiges an Kilometern gut gemacht. Holy shit. Ach Gott. Guten Tag, Medici. Schwerer Fehler, Jungs. Wir haben Feindkontakt. Alle verfügbaren Einheiten hierher. Alles für die Revolution. Sichtkontakt verloren. Alles für die Revolution. Dafür bedanke ich mich schon mal recht herzlich. Zusätzliche Bodentruppen sind schon unterwegs zu euch. Dafür, dass das irgendwie so eine komische Krücke ist, fährt die doch relativ flott.
Wir haben halt überall Bollwerke. Alle Einheiten, finde den Rebellen. Verfolgung aufnehmen. Ich versuche halt immer, die Autos zu erkennen. Weil vielleicht bekomme ich dann ein gescheites, aber... Los, finde den Rebellen. Er darf nicht entkommen. Vor allem, weil es ja nicht genug andere Rebellen gibt. Nein, finde den Rebellen. Suche abbrechen. Die Zielperson ist nicht mehr hier. Oh, 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 oh. Ich und Autos in diesem Spiel. Genau das passiert, wenn ich Autos fahre. Ich weiß nicht, ob ich später mal einen Führerschein machen sollte. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wäre eine schlechte Idee. Jetzt haben wir ja schon zwei Drittel der Strecke nach so 10 Minuten geschafft. Warum fahren hier eigentlich keine Autos? Diese ganzen Dörfer mussten dem Barbarium weichen, nur damit die Ravello seine Macht behalten kann. Wir werden ihm jetzt dann mal die Spur einstellen. So. Gott. Schauen wir mal, dass wir da hochkommen. Nicht gut, nicht gut. Nein. Ah, nicht gut. So, Barbarium an Bord. Sheldon. Schön, dass du vorbeischaust, Junge. Du bist also endlich auch bereit, dich dem Kampf um Medici anzuschließen? Hör zu. Bevor wir zum Geschäftlichen kommen, muss ich dir noch etwas sagen. Ich bin ein räudiger, verräterischer, alter Bastard. Allerdings. Ich habe schon so einige Despoten verraten, die dachten, ich wäre ihr verdammt bester Freund. Aber letztendlich, Rico, vertraue ich nur drei Menschen auf dieser Welt. Mir natürlich, ganz klar. Uncle Sam und dir. Pass auf, Cowboy, ich bin vielleicht nicht immer ehrlich gewesen. Aber dich würde ich nie verraten. Ich weiß, das war Sino. Ich wusste es. Ich wusste von Anfang an, dass dieser kleine, feige Waschlappen uns nichts als Ärger bringt. Übrigens, Sheldon, eines Tages werde ich ganz genau wissen wollen, warum ausgerechnet wir uns auf dem Boot über den Weg gelaufen sind. Und ich wette, die Antwort wird mir nicht gefallen. Dima! Was machst du hier? Rosa sagte, ihr braucht mich. Rosa? Sie hat mir gesagt, wo ihr seid. Wie hat sie... Sheldon? Ja, Rico? Machst du dich etwa schon an die neue Präsidentin von Medici ran? Ach, komm schon, Partner. Du weißt genau, wie das ist. Macht der Gewohnheit und so. Schließlich ist Rosa Manuela eine Freiheitsheldin. Und wie du weißt, Freiheit ist mein zweiter Vorname. Also,
Wie wär's, wenn wir jetzt diese Bombe abfangen und die Welt retten? Komm schon, Mann, schwing die Hufe! Ich verstehe gerade nicht, worum es geht. Mir wurde ja auch nichts gesagt dazu. Meine Leute sagen, sie laden sie in ein Flugzeug, um sie in, sagen wir, weniger rebellische Gewässer zu bringen. Ich würde sagen, wir müssen einen Flug kriegen. Naja, wir haben ja Zeit dafür. Einfach entspannt runterfahren. Diese Autos lassen sich so gut lenken. Diese Straßen gibt's nicht mal auf den Karten der Agency. Sie werden uns nicht verdächtigen. Ich hab kein gutes Gefühl bei der Sache. Hey, sei doch mal ein bisschen optimistischer. Du hast einen allzeit bereiten Fallschirm, verdammte Axt. Und einen großmäuligen Texaner. Ja, den hat er wirklich. Aber natürlich muss ich wieder fahren. Scheiße, eine Straßensperre! Hat mich noch nie aufgehalten. Das ist unser Flieger, Rico. Fahr einfach rein. Die Bombe ist auf einem Truck in der Maschine. Wir kümmern uns um sie, sobald der Vogel in der Luft ist. Fahr einfach rein. Heilige Scheiße. Ich hatte ganz vergessen, wie viel Spaß das macht. Wir sollten öfter was miteinander machen, Rico. Schnell, sonst verlieren wir sie. Natürlich, Rico kümmert sich um den Rest. Was heißt alles andere? Das heißt einfach alle abschießen, die im Weg stehen. Ah, der Adler ist gelandet, Rico! Und ich sitze am Steuer! Ich gehe nach oben. So. Ich gehe nach oben. Wow, ist das groß! Sie sind berechenbar, Rodriguez. Jetzt sitzen Sie, die verräterische Diva und Schelm dieser Bastard in einem stählernen Sarg. Landen Sie und ich töte Sie schnell. Wenn Sie sich weigern, schieße ich Sie ab. Sterben! Das Problem ist, dass ich keine gescheite Waffe dafür habe. Ich hoffe, du hast auch einen Fallschirm. Ich sehe den halt nicht. Teuer eröffnen!
Haken dran hängen. Wie sonst was. Notfall, scharfer Bavarium-Gefecht. Kommt keine Zeit zum Entschärfen. Was jetzt, Rico? Ihr könnt nicht alle die Schwerkraft ignorieren, wie du. Es fliegt die Maschine aufs offene Meer. Das sagt sich so leicht, Rico. Feindliche Jets auf 6 Uhr. Gute Arbeit! Bis später, Rico! Und danke, dass du mit Air Sheldon geflogen bist! War vielleicht keine so gute Idee, aber... Nein, nein, nein! Der Plan war perfekt! Sie sind die beste private Militäreinheit auf der ganzen Welt! Wieso schaffen Sie es nicht, ein Kind mit einem Seil und einem Fledermausanzug zu töten? Ich habe Ihnen Rodriguez auf dem Silbertablett serviert. Und jetzt denkt er, ich würde aus Medici fliehen, wie sein dreckiger Straßenköter. Nein, nein, die blaue Flamme des Bavariums wird die Erde verbrennen. Und ich werde weder Medici noch seine Minen wegen ihrer grenzenlosen Dummheit aufgeben. Sehen Sie, wozu Sie mich zwingen? Machen Sie das hier sauber. Natürlich, die Rebellen, sie greifen einfach an und verschwinden dann wieder durch die Wand. Greifen Sie sie an und die Rebellen sollen wissen, dass sie kommen. Sie schicken ihre besten Truppen. Holen Sie diesen Vollidioten Sin aus dem Gefängnis raus. Ich will alles wissen, Sorgen Sie was dafür, weiß. Dass Rodriguez nicht die kleinste Kleinigkeit von diesem Feigling erfährt. Und wenn Sie diese falsche Prophetin Rosa Manuela sehen, verpassen Sie ihr gefälligst eine Kugel. Enttäuschen Sie mich nicht erneut. Der General ist, glaube ich, leicht sauer. Komm doch mal. Das schon alles? Besten Spaghetti. Die musst du probieren. Zumal wir jetzt ja wieder Gewürze und alles bekommen. Wie wär's morgen?
Ich habe in letzter Zeit oft ans Autofahren gedacht. Ich liebe es, durch Medici zu fahren. Sobald der General und seine... Ist das euer Scheiß ernst, die Programmierung so zu machen, dass da einfach zwei gleiche Leute miteinander reden? Ist das jetzt euer Ernst? So. Wir brauchen ein Auto. Was? Sie haben sie gefunden? Wir brauchen ein Auto. So. Und jetzt holen wir uns Medici komplett zurück. Wird auch langsam mal wieder Zeit. Lalala. Ihr seht, ich rush jetzt ein bisschen durch das Spiel. Das hat schon auch seine Gründe. Mir macht es zwar mega Spaß und ich würde liebend gern länger drin bleiben. Aber ich habe noch Witcher 1 und Witcher 2 zu spielen. Und jetzt kommt der Shadow of the Tomb Raider und ich würde das gerne jeden Tag rausbringen und dann wird alles etwas enger vom Zeitplan her, weil ich nochmal deutlich mehr aufnehmen muss. Und deswegen habe ich dann nicht mehr so viel Zeit für irgendein Spiel. Und das heißt, Just Cause 3 muss dran glauben. Aber ich möchte es unbedingt fertig machen. Deswegen, ja. Aber hey. Was zum Teufel ist da draußen los? Bitte kommen! Ja, bitte kommen. Fahren wird, ist es nicht gut. Da hat man schon recht hier. Naja. Wir geben jetzt einfach Gas. Fahren hier runter. Au. Hauptsache, wir kriegen nicht mal einen Metallsound oder so. Irgendwie macht mir das gerade so viel Spaß. Irgendwann geht mein Auto auch noch drauf deswegen, aber hey. Ja, jetzt wird's langsam kritisch. Wir sammeln jetzt auch nichts ein. Sondern wir geben jetzt einfach Gas und machen die Mission. Ah. Fliegen werde ich nachher noch müssen. Irgendwie knicken die Bäume so leicht um, keine Ahnung. Das war realistisch genug. Also die Physik von diesem Spiel ist wirklich verdammt gut. Da kann man nichts sagen.
Jetzt muss ich nur schauen, dass ich hier... Gut. So. Na dann, auf geht's.